Mein Name ist Olivia Hofmann, ich bin die Mitgründerin und Geschäftsführerin des Bayreuther Startups Jobtrüffel. Wir bauen hier gerade in der Region Oberfranken eine Plattform auf für Arbeitgeber und für Jobsuchende. Und zwar verbinden wir zum ersten Mal Leben und Arbeiten auf einem Jobportal. Dazu gehört natürlich ein Matching von Mitarbeiterbenefits, Unternehmenswerten und auch Standortfaktoren, die wir mit dem Leben und der Qualifikation der Bewerber matchen. Gerade auch die Weiterbildung ist hier ein Thema und deshalb spreche ich heute mit dem Leiter Weiterbildung der IHK Oberfranken. Mein Name ist Robert Göpel, ich bin Leiter der Weiterbildung der IHK für Oberfranken Bayreuth und freue mich, dass ich auch zu diesem Thema heute hier sein kann. Ja, und bin jetzt einfach mal gespannt, was auf mich zukommt. Direkt mal zum Beginn. Welche Bandbreite an Weiterbildungen bietet ihr bei der IHK eigentlich an? Ja, also es sind drei Säulen, die wir anbieten, also eine ganz breite Palette an Weiterbildungsmöglichkeiten. Die erste Säule ist die höhere Berufsbildung. Das sind Kurse und Studiengänge, die auf öffentlich-rechtliche Prüfungen vorbereiten, zum Beispiel Fachwirtformate, Betriebswirtformate, Meisterkurse. Dann die zweite Säule, das sind kürzere Formate, Zertifikatslehrgänge und da zum Beispiel Projektleiterkurse, das sind solche Formate im Zertifikatslehrgangsbereich oder im Social-Media-Bereich, da haben wir auch neue Formate jetzt im Zertifikatslehrgangswesen oder dann Seminare, die meistens Tagesseminare sind, auch Online-Formate sind da möglich. Was würdest du sagen, sind aktuell die Trends in der Weiterbildung? Auf jeden Fall Digitalisierung, digitale Formate, also zum einen als Format, aber zum anderen auch vom Thema her. Ja, also das merken wir, dass das Thema Informationsverarbeitung zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt. Wie gehe ich mit Social-Media-Themen um? Das sind auf jeden Fall Trends. Und dann ist auch noch ein ganz großer Trend, das haben wir jetzt durch die Pandemie festgestellt, dass das Gesundheitswesen einfach auch Unterstützung braucht, dort wo wir weiterhelfen können als IHK-Weiterbildung, um hier auch Fach- und Führungskräfte weiterzuentwickeln. Jetzt auch mal auf die aktuelle Pandemie einzugehen. Wie passt Pandemie und Weiterbildung für dich zusammen? Auf jeden Fall ist Weiterbildung und Pandemie deswegen auch zusammenzusehen, weil eine Veränderung stattfindet. Es haben sich Menschen in den vergangenen Monaten große Sorgen um ihre Arbeitsplätze gemacht. Die haben sich Sorgen gemacht, wie geht es mit mir weiter? Muss ich vielleicht mal was Neues machen? Muss ich vielleicht sogar den Job wechseln? Und das sind alles Fragen, die mit großer Unsicherheit in Verbindung stehen. Und für uns und speziell auch für mich persönlich ist Weiterbildung ein Anker für Sicherheit, für Stabilität. Ja, und das unterstützen wir gerne und beraten wir gerne. Auch für Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht dann ein Thema, die Angst, die du jetzt schon angesprochen hast, der Mitarbeiter kann das Unternehmen dann eventuell verlassen, weil er jetzt sich weitergebildet hat, aber auch nebenher, wie viel Zeit verschwendet in Anführungszeichen oder verbraucht mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin durch die Weiterbildung? Was kannst du Unternehmern und Unternehmerinnen dazu vielleicht mit auf den Weg geben? Also toll wäre natürlich, wenn das Mindset so wäre, dass man nicht über Verschwendung nachdenkt, sondern über Investition. Ja, also ich investiere in Weiterbildung, in Weiterentwicklung, auch als Unternehmerin und als Unternehmer bin dir sehr, sehr dankbar für die Frage, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die sich ein Unternehmer schon stellt, weil er immer über Mehrwerte auch nachdenkt. Und da ist es so, dass die Arbeitgeberattraktivität natürlich dadurch steigen kann, dass ich Weiterbildungsbenefits anbiete in meinem Unternehmen. Und hier glaube ich, dass es Möglichkeiten gibt, auch einfach attraktiv zu sein als Arbeitgeber, wenn ich hier solche Möglichkeiten schaffe. Bei der IHK habt ihr ja auch verschiedene Formate, die dann immer angeboten werden. Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eben auch nicht zu viel im Unternehmen am Ende fehlt? Ich glaube, dass es für uns darum geht, dass wir die Arbeitswelten, auch die neuen Arbeitswelten, die entstehen, auch im Bereich der New Work-Entwicklungen, dass man das verbindet mit einer passgenauen Weiterbildung. Dass man das verbindet mit einer Unternehmer-, aber auch mitarbeiterorientierten Möglichkeit, die Zeiten entsprechend miteinander zu vereinbaren. Und da ist es so, dass wir Teilzeitformate anbieten, dass wir Vollzeitformate anbieten. Und man sich auch als Weiterbildungsteilnehmer überlegen kann, wenn ich gerade jetzt noch im Job bin und gerade natürlich auch nicht die Möglichkeit habe, jetzt tagtäglich zu fehlen, für eine Vollzeitweiterbildung wäre das dann erforderlich,
dann kann ich meine Zeiten zum Beispiel auch so einteilen, dass ich abends diesen Kurs besuche oder online oder das Wochenende mit reinbringe. Ja, und das sind verschiedene Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja, super spannende Einblicke in das Thema Weiterbildung bei der IHK Oberfranken. Wenn wir sowas öfter machen sollen oder ihr auch noch interessante Ideen für neue Themen habt oder natürlich auch Fragen, lasst uns was in den Kommentaren da. Wir freuen uns auf weitere Formate mit spannenden Speakern. Bei Jobtrüffel findest du Arbeitgeber und Jobs, die die Benefits bieten, die zu dir und deinem Leben passen, wie das Mitbringen deines Hundes, Familienfreundlichkeit oder Sport mit dem Team. Jobtrüffel. Wir verbinden Leben und Arbeit.